Hallo Leute und herzlich willkommen zur Formel 1. Heute werden wir in Japan fahren. Ich habe jetzt gerade das Qualifying gestartet. Wir werden zum Glück auch dieses Rennwochenende voraussichtlich kein Regen haben. Das ist schon mal sehr gut. Im Qualifying wird es ein bisschen bewölkt, also ein bisschen Sonne noch haben. Und dann während dem Rennen dann auf jeden Fall komplett bewölkt. Deswegen könnte es trotzdem Regen haben. Ich hoffe es nicht, weil Japan ist dann ein bisschen tricky Strecke, finde ich. Und dann noch mit Regen. Das würde, glaube ich, nicht so gut kommen. Okay, Leute, da geht's auch schon wieder los. Aber ich hoffe, das Steuerrad, ja, passt alles perfekt. Okay, dann, ja, bin ich mal gespannt, wie das jetzt dann ausgehen wird. Oh nein. Ja, ganz geil, Digga. Schon Qualifying rausgefallen. Ja, ich war sowieso komplett scheiße, Digga. Ich bin gar nicht mehr im Film, ey. Ich hab voll verkackt, dieses Qualifying, Digga. Ey, es kann ja nicht wahr sein. Wie scheiße bin ich denn? Oh man. Lol, was war denn jetzt los? Ich konnte nicht mehr schalten. Das ist passiert. Hä? Wieso kann ich nicht mehr schalten? Hallo? Oh Junge, Scheißspiel. Ey, ey. Das ist doch asozial. Ich will das wiederholen. Was soll denn das? Wieso konnte ich nicht mehr schalten? Hä? Mann, so behindert das. Okay. Once again, Leute. Diesmal klappt's. Diesmal wird's besser, das glaube ich. Nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Mann, wieso bin ich da schon wieder rausgeflogen? Wie behindert muss man sein? Oh, was kann hier wahr sein? Junge, wie ich alles vergebe heute. Das wird so ein schlechtes Rennen. Glaub mir, das kann ich ja jetzt schon sagen. Okay, welcher Platz bin ich? Jetzt bin ich gespannt. Zehnter, was? Hä, was habe ich denn falsch gemacht, Digga? Bin ja komplett schlecht. Digga, das wird so ein schlechtes Rennen. Ich bin so nicht mehr drin. Ich kann so nicht fahren. Oh no. Ihr habt mir gerade gesagt, der Grand Prix hier, das ist halt in Japan, oder? Und das sind die Typen, die unseren Motor geben. Also die unseren Motor für uns, genau, einen Baum kaufen, die abgelegt. Digga, was macht der denn? Ja. Genau, die sind auf jeden Fall wichtig und wir sollten die heute nicht enttäuschen und mein Hinterrad ist kaputt. Wer? Wer? Ich kann nicht weiterfahren. Ich kann nicht weiterfahren, mein Hinterrad ist kaputt. Oh, das ist doch ein Scherz. Was war denn da los? Ich will das kurz sehen. Wir gehen kurz in die Kinoperspektive. Oder, also halt Real-Perspektive. Warte mal, so. Ja, aber ist mir ja gar nicht angekommen. Wieso war denn mein Rad kaputt? Genau, und wir müssen auf jeden Fall neu starten, würde ich sagen. Einfach direkt neu. Ich meine, der Session, der nicht wiederholen Bonus bekommen wir eh nicht. Okay, once again, Leute. Ich habe Angst, dass Norris wieder so komisch rüberzieht, wie er es vorhin gerade gemacht hat. Macht das auch wieder? Ah, ja, natürlich. Okay, ich versuche mich jetzt hier ein bisschen vorzudrängeln. Boah, aber nicht wieder zu viel Chaos, bitte. Oh, lol, da gab es einen Unfall. Wer ist denn? Wer war das? Okay, wir sind aber 60. Er ist 60, Alter. Wir sind aber 6. Das geht voll klar, oder? Nein, das kann ja nicht wahr sein. Ich bin so unfähig. Es ist aber, ich hasse das, hinter der KI herzufahren. Weil das ist so tricky. Du weißt nie genau, wann das jetzt stark bremst und wann das kaum bremst. Und, oh. Dann bremst das Auto auch noch übel schlecht. Düh. Das war auch wieder so knapp, Digga. Es gab schon wieder Unfall, ist doch ein Scherz. Alter, voll viele scheinbar gerade in der Kurve hat es die alle genommen. Aber ich versuche jetzt hier mit dem vorderen Trupp so ein bisschen mitzuhalten und bei Möglichkeiten Ricardo zu überholen. Aber auch ein bisschen Angst vor Sainz, weil der könnte mich auch noch holen. Nein, Mick ist auch schon wieder ausgeschieden. Er ist auch schon beim letzten Rennen ausgeschieden. Mann, was macht er denn? Und Sainz nutzt gerade voll mein Dings aus, mein Windschatten, ja. Aber nicht mit mir, Minion. Nicht mit mir. Das Problem ist einfach, auf den Geraden haben wir einfach verloren. Ja, guck, wie er dann... Oh, zum Glück. Oh, wieso? Ich bin so dumm. Ich fahre einfach aufs Gras. Alter, hatten wir Glück. Ja, toll. Jetzt ist Ricardo. Ja, klar ist er jetzt viel weiter weg. Ach, Mann. Nein, ich bin zu nah aufgefahren. Scheiße. Ey, aber was ist das auch für ein Fahrer, Digga? Der bremst ja bei jedem kleinen Steinchen, Junge. Oh. Oh, nice, aber Safety Car.
Wichtig, wichtig. Das ist so wichtig, dass wir Safety Car haben, weil wenn jetzt müssen wir alle in der Kolonne aufschließen. Das heißt, wir werden relativ nah wieder mit allen anderen starten. Weil die Vordere müssen jetzt abbremsen, damit alle die Safety Car Kolonne aufholen können. Und ja, dann sind wir dann auch auf jeden Fall in guten Startlöchern, sagen wir es mal so. Hey lol, wieso sind alle an die Box? Hätte ich an die Box gemusst? Nee, oder? Ich bin jetzt Erster. Oh, scheiße, aber die haben jetzt alle Dings gemacht. Nein, die haben jetzt alle Reifenwechsel gemacht. Ja, toll. Ja, jetzt haben wir verloren. Jetzt sind wir Letzter dann. Weil die haben jetzt alle gewechselt. Die können jetzt dann einfach immer Vollgas wieder losfahren. Ich muss rein. Ja, das war's mit der Top 10. Okay, Leute, wir gehen jetzt in diese Runde in die Box. Mit ein bisschen Glück bleibt halt der Safety Car noch eine Runde. Dann können wir die zumindest wieder einholen. Wäre zumindest das. Ja, wir sind jetzt 12. halt. Immer noch. Das hat niemand gesehen. Okay? Oh, so peinlich, Junge. Oh, ich fahre jetzt hier halt einfach noch mit diesem Safety Car. Ich habe jetzt ja vorhin auch noch kurz gewechselt. Ich glaube, das habe ich gar nicht gesagt. Oder habe ich es gesagt? Ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall vorhin auch noch kurz in die Box gegangen. Habe jetzt auch Mediums wie die anderen. Und jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Safety Car diese Runde wahrscheinlich dann rausgeht. Dann können wir voll durchbeschleunigen und vielleicht gerade ein paar überholen. Das wäre auf jeden Fall so ein bisschen der Plan. Mal gucken, ob es funktioniert. Ey, was? Wieso bremsen die denn plötzlich so ab? Oh, tut mir leid, ne? Tut mir leid, Stroll. Ja, moin, das war sie komplett. Oh, ich bin ausgerutscht. Ja, geil, das war jetzt wirklich komplett, Junge. Ey, wieso? Ich bin dem nicht mal angekommen. Mann, langsam bin ich wirklich nervig. Also, ich bin nicht nervig, sondern ich bin genervt. Ey, es ist doch nicht wahr. Wie soll ich denn Überholmanöver machen? Die schneiden mir einfach die Kurve ab und ja, dann crash ich halt. Oh, ich bin auf Augenhöhe. Komm schon. Ey, wieso haben die alle so bessere Autos? Wieso sind die alle so viel schneller? Alter. Okay, Leute, noch 2 Runden to go. Wir fallen halt immer weiter zurück, weil ich kann nicht mehr richtig gut schalten. Ja. Das ist halt scheiße, ne? Das Gute ist, wenn wir hier schon gerade in Japan sind, bei den Herstellern von unseren Dings, von unserem Motor, können wir ja den Vertrag auch gleich kündigen und einfach irgendwie, keine Ahnung, einen besseren Motor kaufen. Weil kann ja nicht sein, dass wir jedes Rennen Probleme mit dem Scheiß haben. Okay, Leute, wir sind jetzt in der letzten Runde. Versuche jetzt noch das Beste rauszuholen. Ja, wir sind zwar trotzdem 12, davon daher, es geht ja klar, aber trotzdem, es ist halt. Ja, zum Schluss haben wir halt auch noch ein bisschen verloren, weil unsere scheiß Motor einfach wieder kaputt ist. Und der andere Rest, ja, halt einfach dumm gelaufen, ne? Und genau wie das hier, Unfähigkeit des Fahrers. Ja, Leute, ich bin halt ein bisschen leicht abgefuckt, aber naja, ich glaube, es ist ja auch verständlich, weil ich meine, erstens im Qualifying, gut, diese Strecke ist auch einfach scheiße. Made in China halt. Nein, Spaß. Nee, aber es ist halt einfach, die Strecke liegt mir nicht wirklich. Und dann haben wir auch noch Probleme mit dem Motor. Und zusätzlich auch noch so eine Tonne Pech. Von daher, naja, dumm gelaufen dieses Rennen, ne? Wir haben alle mal schlechtere Tage. Und heute war es halt ein Tag, wo wir in Formel 1 Pech haben. Dafür ist vielleicht nächstes Rennen, sind wir dafür vielleicht Erster. Okay, Leute. Wir sind im Ziel. Valtteri Bottas hat dieses Rennen gewonnen. Heute leider keine Podestplatz, ja. Schade. Okay, Valtteri Bottas ist hier Weltmeister geworden. Das war jetzt das letzte Rennen der Saison. Ich glaube, wegen diesem Rennen sind wir nicht Weltmeister geworden. Weil im letzten Rennen waren wir noch Erster. So, Leute, das war's mit dieser Folge Formel 1. Heute war auf jeden Fall Saisonschluss plus noch ein bisschen heftiges Rennen mit ein bisschen Pech. In der nächsten Folge werden wir in die neue Saison starten. Das heißt, es wird Änderungen geben. Das Auto wird anders aussehen, unsere Kleider werden anders aussehen. Lasst euch da überraschen. Ich werde mich da ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen, Alter, ich bin gerade komplett los. Was wollte ich sagen? Ich wollte euch überraschen, sagen wir es einfach so, okay. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!
Thank you.